letzter Arena-Kampf. Und es ist vom Typ. Wow. In jedem Pokémon-Hack, den wir bisher hatten, glaube ich, war die 8. Arena Unlicht. In Pokémon Flora Sky und in Pokémon Quarz. Und er jetzt auch schon wieder. Die haben es mit der Unlicht-Arena als 8., ne? Unglaublich. Let the show begin. So, let the show begin, nachdem ich mich geheilt habe vielleicht. Sorry. Oh, das konnte niemand ahnen. So. Oh mein Gott, jetzt habe ich den zweiten Auftritt in dieser Arena schon. Was ist das denn da oben? Das sehe ich ja jetzt. Was sind das für Buchstaben? Aha, okay. Das ist ja interessant. Hat er sich jetzt zum ersten Mal was richtig Gutes einfallen lassen, oder was? Riddle number one. Give me food and I will live. Give me water and I will die. What am I? Bist du derjenige, der die Antwort für mich hat? Eigentlich müsste ich bis ganz nach oben und dann einfach nochmal runtergehen komplett. Deswegen mache ich das auch mal. So, irgendwas mit food and I will live und water I will die. Das habe ich schon mal so oft gehört, ich weiß nicht mehr, was die Antwort ist. Food and I will live. Ach so, ich weiß es. Fire. Oh Mann, wie cool. So, das war schwer. Next. What gets redder, the more it cries. Oh, ich muss die Antworten alle mal, ja. Das wird. Das halt. Nee, mehr ist trocknet. Physik, den Arsch von Hühnern, ey. Sehe ich doch nicht. Däh. Okay, da kommt er, hier kommt. Ich kann mir währenddessen ja mal Gedanken machen, was die Antwort ist. She wants a D. Oh, jetzt habe ich die Reihenfolge der Trainer geändert, die ich sie eigentlich bekämpfen wollte. Ich wollte ja von oben nach unten alle machen, aber was soll ich machen, wenn ich die Antwort halt weiß? Aber immerhin hat er mal ein innovatives Rätsel eingebaut, das ist ja auch mal was Gutes. Finde ich sehr schön. Oh, noch mehr Nightcoon, ey. Nightcoon Action! Und Lulu, das war klar, dass das als Schlusslicht kommt hier. Schaff ich's noch? Oh, ja. Oh, was beeindruckende Leistung. Ausrufezeichen. Besser ein Ausrufezeichen als ein Handy. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Und ich finde es gut, dass er mir einen Gefallen tun wollte und mich tatsächlich nach oben hingesetzt hat, wo ich ja erst hin wollte. Das finde ich sehr nett von ihm. Er hat also meinen Wunsch erhört. Das muss man sagen. Hier, das, so sieht eine Wasserattacke aus, nicht eine publige Watergun. Kannst du sonst meine Stadt hier? Ja. So. Wie löse ich dieses Problem jetzt? Ja gut, ich bin gut, jetzt weiß ich, jetzt muss ich jetzt wieder rauslaufen. Hey, ja, ja. So kann man die letzte Arena auch ins Lächerliche ziehen. Das ist nicht meine Absicht gewesen, aber wenn das Spiel meint. Es muss das machen. Ich will es da nicht behindern, also es scheint ja ein. Wow, das hat sogar die ernsthaft Abkampfkunde eingesetzt. Vergiss es, ey. Auf diese Spielereien brauche ich mich draußen gar nicht hier verlassen. So steht's denn. Moment, das ist kein Käfer. Ich hab's wieder vergessen. Das ist, glaube ich, Gift und Unlicht. Ja, und Flinchen ist auch nicht gerade die beste Art, um gegen dieses Pokémon zu bestehen. Okay, dann heilen für meinen Ohr und vergiss gleich Nervgeben. Du versuchst auch wieder alles, ne?
Spielungen. Sowohl in der Gift als auch in der Unlicht-Arena präsent. Und gleich aber nicht mehr hier präsent, denn es ist recht. So. Und Rival. Ups. Das war unerwartet. Ich bin gespannt, wie ich das weitermachen möchte, wenn ich gerade alles da oben stattfindet, das Geschehen. Es ist so gut, ne? Es ist so gut. Das hier hat ja nichts Neues anzubieten, das finde ich sehr schade. Gib mir mal ein paar neue. Ein bisschen neues Futter, so. Ja, ja, den Geisterklumpen kannst du auch entsprechen. Wow! Der Unterschied der Attacken wirken unglaublich. Das ist ziemlich sehr gut, dass ich das kann. So, wie kriege ich jetzt. Kann ich Leiter mal erwischen noch? Ich glaube, ich kann die Leiter nicht mal erwischen, oder? Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen dann? Meine Damen und Herren, wie habt ihr euch das denn vorgestellt? Kann ich mich hier rausschaufeln? Can you that here? Kann ich ein Flugzeug benutzen, das ich nicht habe? Ja, das sieht sehr gut aus, würde ich mal meinen. Ich komme nicht raus. Hehe. Was macht man da? Ich befürchte, dass ich nochmal neu laden darf. Das sieht ganz danach aus, ja. Ach ja, sehr schön dieses Spiel, ne? Das erspare ich euch hier natürlich nochmal, das Ganze hier. Tee. Ta. Mann, was ist die Scheiße an so leckerem Arsch, ey. Oh, hi. Vielleicht kann man ja ruhig mal zeigen, oder? Oh ne, ich glaube, ich hatte ich doch schon, oder? Ich weiß es gar nicht. Hatte ich euch die Fehler jetzt schon oder nicht? Mann. Ich meine, es bringt mir eh nichts, da ich sowieso nicht gegen die Tiere unten kämpfen kann, aber. Man kann ja zumindest mal schauen, ne? Du bist gut. Ein bisschen Training brauche ich ja eben, das ist ja eben. Ein Towel, ne? Jetzt weiß ich es auch wieder, ein Towel. Ja, jetzt habe ich es raus. Als ich das Tee hatte, dann ist es mir eingefallen. Ich habe mit davon mit Tee und dann. Ja. Sehr gut. Dann ist es jetzt halt die letzte Trainer oder so. Und ich möchte tatsächlich mit Stäbchen anfangen, why not? Das wird sehr spaßig. Los geht's. Vielleicht kommt wieder ein Cut, du weißt du nicht. Ich weiß ja nicht, wie ich schneiden werde am Ende. Vielleicht kommt hier gleich ein Schnitt. Na, mal schauen. Auf jeden Fall, er labert erstmal. Bla 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 bla, das ist mir zu viel, los geht's. Letzter Arena-Kampf und was hast du für eine Pose? Was ist das für ein Fuma? Das ist nicht toll. Los geht's, der letzte Arena-Kampf. Ich bin schön, dass ich genau auf dem Levelschnitt bin. Beide auf 40, das kann nur ein guter Kampf werden. Natürlich wird auch der nach Möglichkeit nicht vorgespult, ist ja ganz klar. Und das erste scheine ich ohne Probleme zu besiegen. Noch nicht mal die Hälfte Schaden bei meinem ersten Pokémon und es ist schon das erste Pokémon des Gegners besiegt. Also das ist ein guter Start gewesen. Ja, das Fire, auch nichts Besonderes. Dann machen wir einfach mal weiter mit Suche. Und schauen, wie es so klappt. Ja, ja, also der Gegner kriegt Stäbchen nicht auf, das finde ich sehr gut. Und auch hier haue ich wieder deutlich rein und ich werde dir am besten jetzt einfach alle Getränke wegziehen bei dem Ding. Das ist eine gute Sache. Ich weiß ja nicht genau, wie das Tranksystem so funktioniert. Das wäre natürlich super, wenn er jetzt alle... Nein, macht aber nicht. Er will nicht alle trinken, kann das Feuer rausschießen anscheinend. Ja, so Stäbchen räumt ihr schon mal ordentlich auf, Mann. Ich fand das nicht sehr gut. Ich frage jetzt, will ich jetzt unbedingt heilen oder nicht? Das klingt nach einem Drachen-Pokémon. Warum also nicht mit einem Eisangriff draufgehen? Ja, du kannst wieder aufhören zu piepen. Ich hab schon längst ausgewechselt. Ja.
Wie wär's denn mit einem Freeze-Beam? Kannst du eigentlich auch noch irgendwelche anderen Attacken außer Shadow Bash? Ich weiß es nicht. Ja, das sollte auch kein Problem soweit sein. Du kannst nichts anderes als Shadow Bash, habe ich den Eindruck. Tja. Unspektakulär kann man den letzten Kampf bekommen schreiben, aber gut. Ich beschwere mich nicht, auch soll ich gewinnen am Ende. Zwei hat er ja noch, vielleicht kommt er jetzt nur das große. Oh Mann. Ja, das große Erwachen hier, das große, schreckliche irgendwas. Wer darf denn mal? Wo ist das? Ich weiß, ich sitze hier mal alles so ein. Ich glaube nicht, dass ich hier ernsthaft in Schwierigkeiten geraten werde. Die Unlichtarenen sind einfach nicht gefährlich. Sie sind bloß nervig manchmal. Und das liegt. Was will der Gegner machen? Er setzt nur Shadow Bash ein mit allem, was er hat. Und das soll die 8. Arena sein. Ich bitte dich. Mann, also. Das ist ja. Ich weiß nicht. Ich bin ja wieder mal als Player in der Position. Ich muss das kommentieren, was sich hier abspielt. Und da fehlen selbst mir die Worte, wenn ich hier sehe, wie der letzte Arena, der nochmal eine richtige Herausforderung sein soll, nichts anderes macht, als mit Shadow Bash zu attackieren. Eigentlich müsste der Titel. Ich müsste es so machen, ich müsste in den Titel im Shadow Bash packen, in die Beschreibung Shadow Bash packen, einfach es noch mehr ins Lächerliche ziehen, als es ohnehin schon ist. So, was letzte. Ach, oh, Spielung. Also wirklich. Jetzt kommt sogar dasselbe Pokémon, das wir schon woanders gesehen haben. Also ich weiß nicht. Was man sich da bei dem Arena hat gedacht hat, aber das ist. Wow. Oha! Die große Wende, ich werde verlieren! Scheiße, jetzt werde ich verlieren! Jetzt kommen noch Surf. Also das kann ich jetzt unmöglich gewinnen, Leute. Das muss ich euch mal sagen. Das war's jetzt mit Surf, ne? Speedum, ey. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es noch alles verlieren muss. Wie kannst du es wagen, dass ich noch verliere? Ernsthaft? Finde ich. Nee. Ich habe nicht so hart gearbeitet, ja? Dass ich jetzt hier, an dieser Stelle, verliere, ja? Das kannst du vergessen, Speedum, nee. Ja, okay, wir wollen das mal nicht weiter herabwürdigen. Ich habe nicht gesagt, keinen Bock, dass du gleich nicht drankommst. Was soll's? Mir doch egal. Ja, komm. Beenden wir dieses Trauerspiel ernsthaft. Das ist doch bescheuert. So. Kang, das war absolut beschissen. Das war wirklich absolut scheiße. Also wirklich. Das war wirklich der schwächste Arena-Kampf, den ich jemals hatte. Wobei. Mitunter. Was war das? Das war gar nichts. Warum hätte echt den Schwemmel dann, der mich besiegt hat, hätte er als den achten Leiter hier hinstellen müssen. Das ist so. Der Schwemmel da hat mich besiegt und du nicht, was nicht. Hat jemand eins. Nee, stimmt, der hat eins seine Pokémon besiegt. Boris hat er besiegt. Aber nur weil diese Mortar-Attacke so überraschend kam. Denn du will Retsch. 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 Ich will nicht rechnen, Entschuldigung, ich möchte hier nicht rechnen. Hallo? Was hat er mir denn gegeben? Aqua. Aqua Stun, Entschuldigung, ich konnte doch nicht ahnen, dass das so eskaliert. So, das sind alle schön on, die ich habe. Oh, und was hast du mir noch zu sagen? Justo. Mann, nervig. Okay, gut, das. So, dieser Runde, dann will ich wirklich hier noch einsteigen.